Moin Leute, ich grüße euch zu einer Breaking News an dieser Stelle und es geht jetzt speziell darum, dass wahrscheinlich einige Punkte aus der Straßenverkehrsordnung, die vor nicht mal gerade mal 3 Wochen, soweit ja eine Novelle erfahren hat, geändert werden sollen. Und viele Leute, unter anderem auch ich, haben sich ja ganz klar dagegen ausgesprochen, dass die Regulierungen einfach nicht in Ordnung sind, die da gekommen sind, diese deutlichen Verschärfungen. Das ist eine Führerscheinvernichtungsmaschine und man versucht meiner persönlichen Meinung nach, immer mehr den Autofahrer wirklich zu entmündigen, zu enteignen und es viel, viel unattraktiver in diesem Land zu machen, ein Auto zu besitzen und zu fahren. Und genau so hat das nämlich jetzt, ein bisschen ab von diesem Thema, auch der Umweltrat der Bundesregierung soweit gesagt. Es seien Maßnahmen unerlässlich, die über eine individuelle Pkw-Nutzung unattraktiver machen. Da muss man sich mal reinziehen, was das denn für ein Verhalten ist. Man versucht, Autofahren unattraktiver zu machen, anstatt öffentliche Verkehrsmittel zu fördern und attraktiver zu machen. Das ist unsere Politik, die uns gerade umgibt. Zurückzukommen auf die Führerscheinthematik bzw. auf die gesamte StVO. Gerade der Punkt mit 21 km/h Überschreitung innerorts und 26 km/h außerorts mit 1 Monat Fahrverbot verbunden. Das Ganze soll geändert werden und auch andere Punkte. Was genau ist noch nicht bekannt. Es geht einfach nur um mehrere Punkte, die da angesprochen werden. Und nochmal, ich bin kein Raser oder ähnliches. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, wenn vor einer Schule, vor einem Kindergarten oder sonst was 30 ist, dass da wirklich langsam gefahren wird. Aber nochmal, ich kann euch hier auch bei mir im Ort oder in der Gegend mehrere Stellen zeigen. Da weiß man nicht direkt, weil es nicht gut ausgeschildert ist, weil es nicht einsichtig ist, hundertprozentig, welche Geschwindigkeit ist. Und dann ist man schnell mal nicht mehr auf der Bundesstraße, wo 70 km/h ist, sondern fährt mit 70 mal kurz in die 50er-Zone rein. Und solche Stellen gibt es und kennen wir alle, wo das auch mal bewusst ganz extra ganz schnell gemacht wird. Und dann ist auch immer diese Diskussion schwachsinnig, wenn dann erzählt wird, ja, da kann man ja dann gegen vorgehen, das ist ja alles so super richtig ausgeschildert. Nee, sprecht mal mit einem Fahrlehrer oder ähnlichen Experten, die sich wirklich mit Beschilderung und allem auskennen, weil sie wirklich in der Gegend unterwegs sind. Es ist ganz viel fälschlich ausgeschildert bei uns. Und wir wissen auch, seien wir mal ehrlich, es wird nicht, und das ist ja eigentlich der Sinn von Unfallprävention, zu blitzen, heißt, dass erst gar kein Unfall entsteht, an einer Unfallschwerpunktsituation oder Örtlichkeit zu blitzen. Aber wo wird denn wirklich geblitzt? Da, wo Kasse gemacht wird, wo im Leben noch kein Unfall passiert ist. Ich will das nicht über einen Kamm scheren, alles verallgemeinern, aber im Fokus ist das ganz extrem so in der Richtung. Nochmal, ich freue mich, dass sich hier jetzt was tut, dass hier eine Änderung passiert. Dementsprechend teilt dieses Video gerne, das freut mich auf jeden Fall. Daran merken wir einfach, dass wir mit Kanälen, wie ich ihn hier habe, bei YouTube, bei Instagram, wirklich durch Reichweite Aufmerksamkeit generieren, auch andere YouTuber, andere Medienportale und so weiter, dass immer noch die Macht geht vom Volke aus. Nur weil die jetzt sagen, das soll so sein, müssen wir das nicht akzeptieren, Leute. Das sind in Fakt unsere Angestellten, auch einen Andreas Scheuer als Bundesverkehrsminister. Darüber muss man sich einfach immer wieder im Klaren sein. In diesem Sinne, haut rein. Olli-Kanal, heute noch ein Livestream. Haut rein, bis zum nächsten und es bleibt weiter entspannt. Ciao.